Jo, okay, nächste Quest. Haben wir ja noch ein offenes Banditslager. Ist auch. Oh, ne? Ach, wie machen wir das? Gehen wir jetzt hier hin oder ein weiter? Ob wir könnten sogar. Wir gehen nicht Richtung Pirscher, sondern wir machen das hier. Hier reisen wir hin. Ach, Lisa, hey, übrigens, jetzt erst gerade gesehen, weil ich, oh, ich stelle gerade irgendwas ein hier noch. Schön, dass du wieder mit vorbeischaust, natürlich. So, also, wir sind angekommen und müssen Richtung Banditenlager gehen und die aus den Angeln heben. So, ein bisschen rutschen hier. Sonst welche Viecher in der Nähe? Frag mich immer noch, wo ich Rattenfleisch herkriege. Ah. Da klettern. Kann man nach oben klettern? Oha. Ich glaube, das geht. Zumindest ohne gesehen zu werden. Will ich nach oben? Geht doch. Das müssen die Gefangenen der Banditen sein. Okay, den hätten wir Hast du denn auch. nichts Besseres zu tun? Wen hat's erwischt? Auch erwischt. Ist Maria. So. Ist das eine verdammte Leiche? Das ist aber ein großes Banditenlager. Mal hier ein bisschen aus dem Staub kurz, mal aus dem Rar. Spült den metallischen Geschmack weg. So, mit dem Kopfschuss weg erstmal. Sie ist da entlang. Mach für sie die Wächter und spüren sie auf. Das wären verdammt!
Ich gehe jetzt erstmal noch mal einmal zurück ein Step. Oh, verdammt. So, Stufe 31. So, rechts und links suchen sie mich noch. Der King Louis, der ist da unten. So, der ist weg, der Big Boss. Der nächste mit dem Totenschädel. Du siehst sie, sie sehen dich nicht. Gerade gesehen und schon ist er weg. So, jetzt ist wieder gelichtet. Da hinten haben wir nur noch einen. Und natürlich hier neben einigen Loot. Da hinten müssen wir erstmal hin. Okay, jetzt hat sie mich auch wieder verloren. Schon mal gut. Mehr kann ich nicht tragen. Pilgern aber einige Banditen noch umher. Versuchen wir jetzt erstmal den einen da zu kriegen, der hier alleine auf weiter Flur unterwegs ist. Hab dich. Platz.
So, jetzt geht's zurück auf die mittleren Plattformen. So. Hier. Muss mir irgendwie gucken, dass ich da ganz gut ungesehen rüberkomme. Das Datenpad hier. So, das Datenpad haben wir jetzt schon mal. Oh, alle weg. Einen haben wir noch. So, nicht mehr. Yes, das Schwasslager im Sumpf oder das Banditenlager da. Das haben wir. Also, jetzt haben wir auch natürlich hier einen Händler frei. Hier natürlich nur zum Normal. Warte mal. Können wir vielleicht neue Outfits holen? Heilbrecherin schwer. Könnte ich mir sogar holen. Ich glaube, das hole ich mir. Jo. Punkt. Ausrüsten natürlich. So. Dann was? Achso, warte mal. Die Daten, das Datenpad lese ich gleich. Genau, modifizieren, aber die Outfits natürlich. Fernangriffsschutz. Feuerschutz, Gewebe, Eisschutz, Eisschutz, das nehmen wir doch mal. Dann haben wir noch einen zweiten. Verderbnisschutz und Schockschutz. Nehmen wir den doppelten. So, okay. Also, Verderbnis und Schock wird etwas mehr davon geschützt. Sonnen habe ich der Jägerloge. Sie macht ihrem Haus alle Ehre. Eine Frau an der Spitze der Jägerloge? Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal erleben darf. Sein Vater war vielleicht ein Schlechter. So, okay, also Datenpunkte. Was haben wir jetzt zu lesen? Zu lesen? Da. Okay, Murk, weißt du noch, was ich in meiner letzten Nachricht gesagt habe? Oder die Angst, die ich habe? Tja, ich weiß jetzt, was mir Angst macht. Und es sind nicht die Bots. Ich meine, klar, sie sind schrecklich. Aber wenn man ihnen gegenübersteht, heißt es leben oder sterben. Und diese Tatsache ist ihre Einfachheit nun ja beunruhigend. Was mir Angst macht, ist, wie sehr mir das alles gefällt. Wie sich eine DEW in meinen Händen anfühlt. Der Kick, den mir ein Großgewehr gibt, ein Gaussgewehr gibt. Mann, Murk, wir haben 3 Jahre lang in einem besetzten Haus gewohnt, haben unsere
Iris gleich gefärbt. Haben tagsüber Razorwing oder Duster eingeworfen und abends Slumfunk-Gigs gehabt. Wir waren verdammte Anarchisten und jetzt das, Disziplin, Uniformen und es gefällt mir. Das macht mir Angst, Murk. Da fehlt mir diese klare Einfachheit. Ich liebe, was ich hasse oder gehasst habe. Bedeutet das jetzt, dass mein ganzes Leben nur Theater war oder ist die Person, die ich war, bereits tot? Ich weiß nicht. Ich versuche mir einzureden, dass es eine andere Art Krieg ist. Es geht ums Überleben, nicht um Profit. Ich will mir einreden, dass es nur eine andere Art von Protest ist. Ich meine, was sind die Bots, wenn nicht die ultimativen Handlanger der Kapitalisten, oder? Aber das Nachdenken ermüdet mich. Ich weiß nur, dass wir kämpfen müssen, bis Zero Dawn fertig ist. Wenn ich das hier überleben sollte, kann ich mir danach immer noch Gedanken über meine politische Einstellung machen. Alles Gute für dich und klein Sid. Easy. So, Fähigkeiten habe ich schön gesammelt wieder. Warte mal, Schlag von oben brauche ich immer noch nicht so wirklich. Kampf mit Überbrück. Nehmen wir das hier mal. Dann haben wir hier nochmal schnelles Nachladen beim Gebrauch von Konzentration. Den nehmen wir auch. Dann habe ich auch wieder alle Fähigkeitspunkte erstmal eingesetzt. Genau, und das Lager hier, das kann jetzt aufblühen. Wo haben wir denn da unser Lagerfeuer? Hey, ich sehe das Lagerfeuer nicht. Irgendwo rechts hier. Eine Schande, dass da unten. So. Absolut kein Platz dafür. Jo, leider. Alle kaputt hier. Huh? Alle kaputt gegangen. Okay, dann reichen wir natürlich, wie man es wieder kennt. Und natürlich schon auf Level 31 aufgestiegen. Ja. Und dann schauen wir uns um. Was haben wir jetzt noch offen?